Schönen guten mein Lieben, da sind wir wieder mit der Runde. The Long Dark. Ja, wir sind hier angekommen in der Hells. In der Pelzjägerhütte. Und, achso, ich habe mich noch geduckt. Weil ich bin in der letzten Folge tatsächlich einmal raus. Nochmal, also nachdem ich aufgehört hatte, bin ich nochmal rausgegangen und nochmal reingegangen und da hat mich. Um halt zu speichern, wisst ihr ja, ne? Also nochmal, also um sicher zu gehen, dass er dann auch gespeichert hat. Und ja, da ist mir der Wolf gekommen in Quere. Also der kam da um die Ecke auf einmal und hat mich auch irgendwas erwischt. Aber es ist nichts passiert. Nichts Böses. Jetzt hat der gute Stallrolle gesagt, ich soll das Beil hier vernichten. Nein. Ich soll es in Ehren halten. Nicht wahr? Was will ich auch tun? Ist ja klar. Ist das klar? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es klar. Ne? So. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, was wir machen sollen, weil der Wolf lungert jetzt da draußen rum und eigentlich sind wir auch ziemlich im Arsch. Wenn ich das mal so richtig sehe. Ich könnte jetzt schon wieder schlafen und dann meine letzte Ration nehmen. Morgen früh oder morgen im Laufe des Tages. Wenn ich die Tabletten nehme, die letzte Mahlzeit, dann ist die Krankheit vorbei, ne? Sofort oder nicht? Also kann ich eigentlich noch den ganzen Tag warten und den ganzen Tag Wolfsfleisch, Bärenfleisch, was auch immer, futtern, ohne irgendwelche Parasiten zu bekommen. Schätze ich mal. Gehe ich mal von aus. Da kommt die Bär. Aber wo ist die Wolf? Ist die Wolf schon weg? Habe ich kein Wolfsfleisch mehr? Schimmelig roh. Wo ist die Wolf? Hä? Also bevor wir schlafen, können wir auf jeden Fall noch was hier braten. Ich weiß, also. Ist der Wolf jetzt schon abgehauen wegen den Bären da hinten? Nee. Jetzt so ein Zielfernrohr wäre auch cool, ne? Also so, weißt du, dann könntest du hier jetzt so BÄM. Könnte man ihm das Auge ausschießen quasi. Warum freue ich mich eigentlich so? Weiß auch nicht. Ich gehe mal wieder rein und wir können mal ein bisschen braten, sodass wir wenigstens das Fleisch hier noch fertig kriegen. Ey, wir haben ja ein Beil, ey. Wir können ja alles so auseinandernehmen, ey. Wir können ja alles. Dann haben wir nämlich diese Zeit nochmal so ein bisschen genutzt, wenigstens, ne? You know what I mean. Ah, oh, und den Stuhl kann ich ja sogar noch so auseinander. Dann habe ich hier irgendwie, ich habe ja genug Holz eigentlich dabei, oder? Ich habe einen, oh, ich habe 9, ich habe 8, also. Aber so ein kleines Stückchen, ne? Das mit nichts machen, ja, 45 Minuten dauert das. Mit 22 mit nichts, was soll's, wir haben's ja. Ich meine, wir sind eh im Arsch und morgen früh, ich meine, wir müssen eh ein bisschen, weißt du schon, ne, das irgendwie macht das jetzt keinen Sinn, da irgendwas zu libbeln. Da können wir ruhig die Birkenrinde nehmen, dann nehmen wir natürlich einen Stock, ne, und dann wämsen wir das mal durch. Also wir wollen jetzt mal eben unser Fleisch backen in diesem wunderschönen Ofen. Ich würde es natürlich in dieser wunderherrlichen Pfanne machen eigentlich. Ich jetzt persönlich, ne? Jawohl. Das hätte ich gemacht. Ach ja, ich hab heute Brille auf.
Ja, ich habe heute irgendwie schlecht gesehen. Es ist heute Nachmittag, heute Abend schon. 20 nach 6 am Donnerstag, also gestern quasi. Ich habe nur keine Lust, morgen früh aufzunehmen. Morgen früh habe ich auch keine Zeit dafür. Würde ich mal so behaupten. So. Deswegen tue ich das jetzt machen. Ab die Post. Das Reh begare ich natürlich mit. Man könnte zwar noch 9% warten, also eigentlich 9 Tage, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne? 6 Tage. 6%, 6 Tage, ne, oder? Ist ja ein Tag ist immer irgendwie 1% weg. Oder 1,5 oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas vielleicht, ne? Und wir unseren Koch-Skill, den können wir natürlich auch schön. Wir können jetzt auch mal unten nochmal richtig schön satt essen. Gleich. So alles reinwämsen, was wir so haben. Wir haben natürlich Durst und wir haben natürlich Dings, wir wollen uns ja eh ausruhen danach. Das heißt, es ist jetzt nicht so wild, also wir trinken gleich natürlich was. Und so weiter. Wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen kochen und braten. Wir wollen auf jeden Fall das Wolfsfleisch. Haben wir eigentlich irgendwo einen liegen lassen noch? Oder habe ich ihn gekillt? Ne, habe ich nicht. Ich schmeiß noch mal ein bisschen was nach hier. Zack, zack. So, erstmal. Gut vielleicht. Mal sehen. Garen Sie jetzt, bitteschön. Ja, morgen brauchen wir nur noch einen Tee trinken. Also nachher. Trinken wir einen Tee und dann sind wir wieder vollkommen gesund. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich den trinke. Aber ich rühre das mal aus. Ich warte halt ein bisschen. Vielleicht bis abends wieder oder bis kurz vorm Schlafen gehen. Und dann vergesse ich es natürlich. Ne? Kennen wir ja. Kennen wir ja das Problem. Man vergisst das ja so schnell. Und deswegen 50 Minutes hätte, glaube ich, würde reichen, ne? Oder sind das 2 oder 3 Stücke? Ich weiß nicht. Mach mal noch einen rein. Wir haben es ja. 2. Na klar. Das war ja Klärchen, ne? Das wird jetzt immer weniger, ist klar, weil wir so viel durch und so viel müde und fast noch hungrig sind und so weiter. Aber dafür haben wir jetzt dunkel und wir können schön schlafen, ne? Ist auch schön. Die einzige Frage, die ich mich noch frage, ob wir vielleicht noch eventuell etwas Wasser gebrauchen könnten. Das werden wir nochmal nachschauen. Schlecht wäre es nicht, ne. Ich hätte jetzt was trinken können eigentlich. So, ich werde aber jetzt nochmal eben ein Altholz reinfügen. Und dann werde ich nochmal eben 2 Liter machen. Jawohl. Du wirst bald was zu essen brauchen. Ja, das machen wir schon. Bitte. Hallo. So, dann haben wir das doch eigentlich perfekt genutzt. Ich werde immer besser, ne? Ich werde immer geiler. So, pass auf, auf jeden Fall. Schreibe nicht so. So, jetzt könnte man eine Tablette nehmen oder wie oder was, ne? Also, Moment. Wir wollen erst ein Getränk zu uns nehmen. Bevor ich hier absterbe. Dann wollen wir natürlich ein Stück Fleisch essen. Das wollen wir natürlich sofort machen erstmal. Das wollen wir nochmal essen. Das Stück schaffst du auch noch. Und wir können nochmal hier reinbeißen. Das ist auch nicht mehr viel hier. Sehen wir ja, ne? Da auch. Das hat die auch nochmal ganz verdrückt, alter Schwede. Mädel, was hast du einen Hunger? Das hier fällt mir. So, pass auf. Dann gehe ich nämlich jetzt ins Bett und werden wir gleich mal so schöne 10 Stunden erstmal schlafen. So, wenn man nicht so schreit, kann man anscheinend seine Tabletten nehmen. Habe ich so gehört. Habe ich so den Verdacht gehört, zumindest mal. Ich weiß nicht, ob die Mel hat das gesagt und die Melli. Die Melli hat das gesagt und ich weiß nicht, ob sie sich da so sicher war, aber irgendwie so könnte das gewesen sein. So, jetzt können wir das natürlich nochmal essen und das natürlich. Und wie soll es anders sein? Es stürmt. Ne? Warum? Ich habe das gerade gebacken hier. Den hatte ich noch drin. Okay. Lass mal noch so 2 Stunden schlafen, bitte. Hätte ich natürlich jetzt erst meine Tabletten genommen und hätte dann geschlafen, wäre ich natürlich wieder bei. Wäre ich natürlich auf 100% machen, ne? Vermutlich. Jetzt haben wir hier 81. Naja, okay. Aber stürmt natürlich auch wieder, ne? Das ist natürlich der Hammer.
Der Hammer ist das. Aber ich könnte noch mal einen Schluck essen. Und noch mal einen Schluck trinken. Also das kriegen wir auf jeden Fall weg, würde ich. Da würde ich, naja, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz rausgehen, um das Fleisch dort zu lagern. Hello, Mr. Vegetable. Keine Beeren hier an Hüt. Eigentlich schade drum. Wir haben sehr viel Holz verkackt. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Holz. Ich meine, was sollen wir machen? Was sollen wir auch machen, ne? Tisch. Ich meine, da könnte man eigentlich noch was mitmachen, aber. Stoff kriege ich von dem Tisch? Wieso? Nun! Das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten. Ich bin sehr glücklich. Vollkommen. Eigentlich ist diese andere Ansicht besser, ne? Zurück. Ach, ja klar. Diese Klamotte hier ist viel besser. So, jetzt mach mal hier meine... Jetzt repariere doch endlich mal meine Socken, ey. Das wurde auch mal Zeit, dass wir da was machen können. 100%. Ne, 92. Krass. Das hat sich mal gelohnt. Ja. Das war doch schon mal gut. 92, 52. Da brauche ich Leder. 64 ist natürlich auch schade, ne? 60 ist auch kacke, ne? 60 und 64. Also eins kann ich machen, ne? Reparieren. Ist die Hose wichtiger oder der Pulli? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt, ist nicht dein Ernst, jetzt scheitert der Scheiß an. Da hat es scheitert, es scheitert. Naja, was soll's. Wir könnten es nicht ändern. Habe ich denn irgendwas eingesammelt? Warum bin ich denn schon wieder so schwer? Können wir einmal nach Gewicht urteilen? Natürlich habe ich Altholz mit. Ja. Ich habe auch ein wenig Wasser mit. Also es ist noch nicht mal richtig viel. Und das ganze Fleisch habe ich aber natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kilo. Das wollte ich ja gerade rausbringen. Ne? Da sind das 5, aber da sind es trotzdem nur 30. Achso, das ist irgendwie nicht viel. Ne? Das ist irgendwie nicht so gut. Ich habe irgendwie so viel Zeug. Holzkohle... Warum habe ich so viel Zeug? Ach, die ganzen Bücher hier noch. Ich glaube, das kann man noch wegtun. Und das kann man wegtun. Ich glaube, das hier. Beziehungsweise können wir das natürlich nachher lesen. Ne? Das können wir natürlich machen. Ich habe die hier gelassen. Nicht im Staudamm. 10. Nehmen wir mit. So. Das kann weg. Das lassen wir draußen. Das finde ich immer noch nicht leichter. Das können wir auf... Können wir? Ne, haben wir voll gemacht. Glaube ich. Was sollen wir hier lassen, ne? Am liebsten nüscht. Am liebsten nüscht. Habe ich irgendwelche Felle oder so? Habe ich da noch was in Tuss? Nein, habe ich nichts gesehen. Brecheisen, weiß ich nicht. Braucht man vielleicht auch nicht, ne? Aber woher soll ich das wissen? Hallo? Haben wir Hunger? Tatsache. Das haut sich weg, ne? Schon ein bisschen Schiss, weil der könnte ja hier sein, ne?
könnt ihr hier rumlaufen, hier drum rum. Der. Die alle. 4 Grad, alles klar, das wollte ich wissen. Jetzt geht's los. Wohin? Ich weiß nicht. Okay, das sind... Keine, ne? Das sind, ich dachte, das wären vielleicht, Dings. Haben wir hier schon mal gemalt? Sicher haben wir gemalt. Diesen hier, mhm. Da sind Bartflechten. Maxis letzter Widerstand. Gehen wir mal hier hoch, oder was? Gehen wir mal hier so hin, hinter das Haus so quasi. Gucken wir mal, was da so ist vielleicht. Mir ist so... Mir ist so komisch. Als hörte ich einen Hasen. Ich hörte einen Hasen. Ich hörte alles. Nur keinen Hasen. Da liegt ein Rucksack. Haben wir Steine mit? Natürlich nicht. Ich will mal. Ich will mal so einen Stein erlegen. Ich will mal so einen Hasen mit einem Stein erlegen. So heißt es. Nur. Ja. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Irgendwie. Irgendwie nie. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Hier ist ein Tannennester. Jetzt fängt es schon wieder an zu sch... Dein Ernst. Ein paar Minuten wieder nur noch. Das ist ein Wolf. Was ist das da? Da geradeaus, das da, das da. Ist das was? Muss das jetzt sein? Ist immer noch nicht wohl. Irgendwie kommt mir das so komisch vor heute, gerade jetzt so. Weißt du? Das ist nicht so schön. I say I hate being cold. Ja. So what do we do? I know.
genau was. Das ist doch kacke, ey. Jetzt stirbt es alle 2 Stunden. Haben wir überhaupt Dings hier? Haben wir ja, müssten wir eigentlich haben, ne? Ich habe ja das alles mitgenommen jetzt, diesmal. Ja, habe ich. Boah, ich wollte gerade schwitzen. Ich wollte gerade schwitzen. Gerade eben wollte ich anfangen zu schwitzen, aber nein. Das wird gut. Hier habe ich die hingetan. Alles klar. So, einen brauchen wir nur, ne? Also das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, hallo. Hä? Was war das denn jetzt bitte? Wieso denn so? Kann ich die wieder haben? Danke. Okay, die kann man auch wegtun, ja. Die braucht man 3, ne? Kann man auch hier lassen erstmal, ne? Dann haben wir wieder 28 Gramm. Das ist gut. Das ist gut. Das hat trotzdem aber viel mehr Stücke als vorher, ne? Aber wir können ja jetzt auch lesen. Ja, 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 ja. Wir könnten ja jetzt mal eine Stunde lesen oder so. Warte mal, was machen wir so? Ja, passiert nicht viel, wa? Geforscht 0 Stunden. Oh, wir haben auch 21 Minuten rum, aber wir forschen doch trotzdem nochmal in 2 Stunden. Ach, leck mich. Kann ja nicht. Ich muss ja... Okay, Freunde. Das war's schon wieder. Vielen Dank für euren Besuch. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Und ja, ich latsche das hier noch 5-mal rein und raus, damit wir da schön gespeichert haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Nächste Woche gibt's auch dann wieder was anderes. Mal gucken. Muss dann wieder was machen, ne? Ich habe jetzt Zeit am Wochenende. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.